Hallo Stefan, hier treffen sich die beiden schnellsten Schnellschwätzer der Motorradszene und wir geben uns jetzt Mühe, dieses Video ganz langsam durchzumoderieren. Du hast uns einen neuen Helm versprochen. Genau. Warst neulich in der Redaktion, aber hier können wir ihn live angucken. Genau. Was ist passiert bei Arai? Wir haben unsere Modellpalette mit einem weiteren Modell mit dem VRS-Visier, das ist das neue Visier, was wir mit dem RX-7 angeführt haben, jetzt auf dem Nachfolgemodell des Rebel platziert. Das neue Modell heißt Renegade. Wenn ich das so richtig sehe, hat euer Visier Löcher. Warum das denn? Wir sagen einfach, der Helm muss von der Außenschale so stabil sein, dass nichts durchdringen kann und jede Öffnung oder jeder Schlitz schwächt die Schale. Über eine Kopfbelüftung kommt man nicht drum rum, sonst kriegt man die warme Luft aus dem Helm nicht raus und auch die kühle Luft nicht hinein. Aber was wir also tun, ist vermeiden bei allen unseren Helmen, ist, wir haben keine Öffnung in dem oberen Bereich oberhalb des Visiers, weil da einfach die Festigkeit zerstört würde. Deswegen machen wir die Löcher ins Visier und setzen die Belüftung für den Schläfenbereich unter die Visierkante. Da ist ein Kanal, wo der Wind reinkommt und praktisch hier rauskommt und die Schläfe kühlt. Okay, also für Belüftung ist gesorgt. Dann hat das Ding natürlich einen Kennriemen. Ich hoffe, ihr habt einen Doppel-D verbaut. Also Arai baut seit eher nur ausschließlich Doppel-D-Verschlüsse bei allen Helmen. Einstiegsmodell bis zum High-End-Modell. Bei allen ausnahmslos Doppel-D. Du hast eben von der Arai-Philosophie gesprochen. Da hat immer dazu gehört, auf eine Sonnenblende zu verzichten. Wie haltet ihr es hier? Auch genau gleich, weil das, was du schon richtig sagtest, wir haben das bei allen Helmen so. Wir sagen, die Struktur des Helms darf nicht zerstört werden. Ein Spalt und eine Mechanik für ein Sonnenvisier, das innenliegend ist, geht immer zulasten der Festigkeit des Helms. Das heißt, wir haben eine Sonnenblendenlösung gemacht, die außerhalb des Helms ist, die aufgesetzt wird, die jetzt hier an diesem Helm dazu gekauft werden kann. Das ist ein Set, ein Visier mit der vormontierten, wir nennen das PSS, Sonnenblende. Okay, und jetzt, dein Chef hat gesagt, ich soll dich noch abfragen. Du möchtest bitte die Dekor- und Farbnamen runterbeten. Gerne. So der Reihe nach, schön langsam zum Mitkommen. Ja, also ganz links außen sehen wir unseren Renegade in dem Matt-Schwarz. Matt heißt bei uns mal Frost Black, das ist die Bezeichnung. Dann kommt der glänzend Schwarze, gefolgt von dem normalen Weißen. In der zweiten Reihe haben wir unsere Dekorhelme. Das sind die ersten beiden, sind matt lackierte, namens Diabolo Red, Diabolo Yellow. Dann kommt der silberne. Unten links sehen wir dann den Outline White, also matt lackiert, matt schwarz und matt weiß. Und dann haben wir daneben noch den blauen stehen, das ist der Outline Blue und der Outline Red. Diese beiden Dekore sind in der lackierten Version erhältlich, wobei der blaue nicht auf dem deutschen Markt zu haben sein wird. Im hinteren Bereich haben wir dann einen großen Diffusor, nennen wir das Teil hier oben drauf, also ein Windabweiser, Spoiler im Grunde. Und ein Hebel für die B- und Entlüftung, dass man, wenn man Durchzug macht, die Luft rauskommt. Wenn vorne geschlossen sein sollte und hinten auf ist, ist die warme Luft, die aufsteigt, wird dann durch das Ventilrückprinzip abgesaugt. Ja, dann haben wir wie bei eigentlich fast allen Helmen, außer dem Einsteigermodell, immer rausnehmbare Wangenpolster und ein rausnehmbares Kopfpolster. Alle Wangenpolster sind auch immer gekennzeichnet, rechts, links, dass man beim Zusammenbau nichts falsch machen kann. Da wir alle Wangenpolster auch in verschiedenen Dicken anbieten, steht auch immer die entsprechende Stärke. Hier ist gerade 20 mm, das ist die Wangenpolsterstärke für die Größe L zum Beispiel. Ist auch immer markiert, dass man da auch immer weiß, okay gut, ich habe noch die Möglichkeiten, wenn man etwas mehr Platz haben möchte, halt ein dünneres zu bestellen oder zu kaufen oder halt ein dickeres, wenn man weniger Platz braucht. Eins von beiden. Stefan, ich danke dir herzlich. Jetzt ist Zeit für unseren nicht geprobten Schlussgag. Dieses Dekor Diavolo, das mit den Hörnchen, das ist doch genau das Richtige für Fans des 1. FC Kaiserslautern, oder? Ja, eigentlich ja, aber wir sind erstklassig. Arsch.